Herzlich willkommen zu Let's Play oder Let's Test, aber wohl eher ein Let's Play Dark and Light. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr habt es ja vorhin schon am Anfang im Trailer gesehen. Es geht um ein Ark-ähnliches Spiel. Ja, es wird teilweise so gesagt, es ist der Ark-Klon schlechthin. Das hat auch einen Grund, denn das Entwicklerstudio ist quasi ein Tochter- bzw. ein Schwesternunternehmen oder so ähnlich von dem Entwicklerstudio, das auch Ark gemacht hat. Und es ist alles sehr ähnlich. Das Grundgerüst ist garantiert mehr oder weniger 1:1 von Ark übernommen. Aber das Ganze ist jetzt hier an Fantasy angelehnt. Nicht an Science Fiction und an Dinosaurier, sondern an Fantasy. Es gibt hier die Menschen, es gibt die Elfen und es gibt die Zwerge. Das sind die drei, die man jetzt spielen kann im Early Access. Und ja, so, da bin ich zurück. Ja, jetzt können wir es auch sehen. HDR ist aus. HDR verursacht jetzt im Early Access noch ein paar Probleme. Jetzt können wir auch sehen, wo wir spawnen, ja, im Westen. Da spawnen wir im Süden. Und da sind wir im Norden. Und ja, wir nehmen die Elben oder Elfen. Ja, was soll ich sagen? Ein Ark-ähnliches Survival-Spiel, ein MMORPG. Man kann Tiere zähmen. Und ja, wir schauen einfach rein. So, jetzt haben wir hier unseren Elb. Jetzt gehen wir mal auf den Kopf, weil der hat eine extrem lange Nase. Und ich glaube, ich nehme meinen weiblichen Charakter. Ist es ein Template? Weiß ich gar nicht. Achso. Ja, wenn die so viel zappeln würde, dann könnte man sich die auch vernünftig angucken. Ist egal, ich will auch gar nicht so lange rumfummeln. Gott, oh Gott. So sieht das doch normal aus. Sie kann mit ihren Brüsten wackeln. Ach, ist das toll. Ja, so lassen wir das. Und dann sagen wir Start Game, würde ich sagen. Ach ja. Hätte ich jetzt einen Kerl genommen, hätte ich gesagt, nicht Legolas, sondern Lego Lars. Aber, ich werde einfach meinen ganz normalen Namen nehmen.
safe. Und da sind wir. Und wie gut, dass ich blond ausgewählt habe und sie jetzt schwarze Haare hat. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Aber wir schauen mal. Ja, und dann sind wir drin. Vielleicht müssen wir hier und da nochmal ein bisschen was umändern, verstellen. So, rechts unten sehen wir Gewicht, Stamina, Hunger, Durst, Ausdauer und unser Leben mit dem Lebensbalken unten. Links haben wir ein kleines Mini-Tutorial, was wir machen sollen, um überhaupt erstmal zu leveln. Es ist übrigens mitten in der Nacht, deswegen spreche ich vielleicht ein bisschen leise. Und ich muss hier auch mal ganz kurz die Tür schließen. Das Spiel ist seit Donnerstag 20 Uhr abends bei Steam erschienen. Und ja, wie gesagt, im Early Access kostet aktuell quasi zum Vorzugspreis von 23 Euro und paar zerhackte. Und ich denke, man kann sich das mal geben. Es wird auf jeden Fall viel gepatcht. Es ist auch schon ein Patch gelaufen heute, weil man das Motion Blur irgendwie nicht ausstellen konnte und so weiter. Das kann man jetzt. Und es sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Oh, hier finden wir schon was. Wo bist du denn? Guinian. Das ist bestimmt so ein Wächter oder so. So, was sollen wir denn machen? Harvest Blueberries. Dann machen wir das doch mal. Okay, Light Magic, Rang 1. Ja, einfach erstmal drauf loshacken. Da sehen wir auch ganz langsam unten rechts, wie unser Gewicht immer mehr wird. So, Craft Rune of Light. So, dann haben wir I für Inventory, U für Knowledge und O für Task. Was ist denn Task? Ah ja, A New World. Harvesting, Creating Rune of Light. Okay, das sind quasi die Tasks, die wir nacheinander abarbeiten und so weiter. Hausmanager haben wir, House of Doctor mit Monster LP. Monsterlist, ja, das ist alles, was wir hier sehen. Das ist sehr interessant. Wir haben einen Balrog, ja, ein Banshee, Firelord, ein Boar, also ein Wildschwein, Zentauren, Cyclops, Reaper, Hyäne, Flarehorn, Tier, also ein Hirsch, ja, Elefanten, Berunder, ein doppelköpfiger Geier oder was auch immer, ein Goblin, Alter, richtig viele, viele Viecher, Skeleton, hier ein Krebo, Lavatiger und alles sowas. Balrog. Rabbit, sehr schön. Warum wird mir der angezeigt? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Escape, okay. Okay. Dann haben wir Knowledge. Light Magic. Complete. Hier können wir übrigens sehen, was denn als nächstes geskillt wird. Das Skill-System läuft ja automatisch. Und je nach Tätigkeit, was ich ausübe, ob ich kämpfe, ob ich töte, ob ich einfach nur ernte, ob ich baue. Und da bin ich gerade über Zeit auch ein Level aufgestiegen, glaube ich gerade. Und ihr seht, für Schema, was auch immer das sein soll, um es freizuschalten, muss ich sein Level 12. Ja, und das hier braucht dann schon Light Magic Rang 2, um Rang 3 zu werden und so weiter. Also, es erklärt sich hinterher im Spiel von selbst.
Ja. So, Inventory haben wir hier. Und wir sollen hier, haben wir die Craftables. Hier haben wir unseren Backpack. Und hier haben wir quasi, ja, unser Skillsystem von unserem Charakter. Wir können ja auch wie in Ark Punkte vergeben in mehr Leben, in Stärke, in Ausdauer, in Mana. Mana ist übrigens, glaube ich, für die Zauberkräfte oder Konstitution, das müssen wir rausfinden. Hier Stamina, Essen, Fokus, Gewicht natürlich. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Gewicht machen wir ein und auf Leben machen wir ein. So, und dann craften wir das Ganze immer hier. Craften wir. Das ist übrigens Stone of Light Magic. Ja, man erschafft quasi eine kleine Elfe. Und die schwirrt dann um einen herum. Und ja, gibt ein Licht. Das ist besonders hilfreich natürlich im Dunkeln, weil Fackeln und sowas haben wir hier nicht, sondern das ist halt so eine Magic. Und ich mache einfach mal. Hier, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir es doch gemacht. Na gut, haben wir 16 Mal. Ziehen wir uns hier mal auf die 0. Zack. Auf die 0. Bom. So. Escape, kommen wir hier wieder raus. Und es ist auch schon dunkel. So wie es aussieht. Achso, cast a rune of light. Okay, dann machen wir das. Und da haben wir die 0 und wir casten es. Zabom. So, dann sollen wir ein paar Blaubeeren essen. Machen wir gleich mal. Das ist übrigens unsere Stadt. Hier in der Stadt können wir noch nicht bauen. Das geht noch nicht. Und rechts sehen wir übrigens die Zeit ablaufen. Ja, neben dem Stern. Uns ist ein bisschen kalt. Und daneben der Button, ja, zeigt an, dass noch, ja, insgesamt 300 Sekunden läuft das Licht. Und dann braucht man ein neues Licht. Ich spiele jetzt übrigens nicht online, sondern ein eigens gehostetes Singleplayer-Game. Einfach nur, um reinzuschauen. Wir machen das dann später. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, natürlich natürlich online das Ganze. Die Mausbewegung ist noch ein bisschen schnell. Das müsste ich dann vielleicht nochmal einstellen. So, wir gehen nochmal ins Inventar und haben hier Blaubeeren. Legen wir es mal auf die 1. Und dann essen wir was. Das passiert. Ja, wie in Ark. So, craft a stone axe. So, hier, Melee. Ist das nächste, was hier gemacht wird, wahrscheinlich. Skill Ranks, Schema Unlocks, Dark Magics. Okay, Light Magics. Schauen wir mal. So, Inventory. Ich soll eine Steinaxt craften. Dann mache ich das. Craft Item. Ja, die machen wir uns mal auf die 9. Da ist sie. Und dann gehen wir auf die 1 damit. So. Equip Stone Axe. Zack. Hammer. Harvest. Oh. Da hat das Spiel kurz gesaved. Harvest Apples und Harvest Wood. Okay, dann machen wir das. So, wir können auch gedrückt halten. Der schlägt dann einfach weiter. So, wo haben wir denn noch einen Baum hier? Und die Maus ist in der Tat ein bisschen schnell. Craft a Sorcerer's Staff. Was auch immer das sein soll. Aber es wird ja gezeigt. Und wir sehen auch unten in der Schnellstartleiste 1. Die kann man übrigens mit Alt umschalten. Ja, dann hat man mehr Slots. Also wir haben einmal 1 bis 0. Und wir haben 2 mal 1 bis 9, 0 und so weiter. So, und jetzt schauen wir nochmal Inventar, was das Tutorial von uns möchte. Ach ja,
Dann craften wir das auch. Craft Item. Zack, ziehen wir mal auf die 2. Und wir können schon wieder Punkte vergeben. Zack. So. Craft Stuff of Drying. Was auch das auch immer sein soll. Schauen wir nochmal. So, was steht denn hier? Typ Equitable Durability 100-100. Beginner's Magic. This is the first stuff created by aspiring mages who used to capture metal. It must be fitted on top stuff. Ah, okay. Man stellt diesen Stuff her und dann kann man quasi diese Magie drauflegen und dann funktioniert er so. Das heißt, ich bräuchte dann für verschiedene Magien, die ich erlerne oder crafte, auch verschiedene Stöcke, die ich dann damit belege und habe so halt, ja, Art Zauberstab. So. Okay, dann machen wir das. Craft Item, zack. So. Nee. So. Wie geht denn das? Combine. Combine. Zack. Geht das nicht? Ah, jetzt habe ich es kombiniert. Harvest Magic Shards, Harvest Stones. Okay, jetzt habe ich den ausgerüstet. Ah, siehst du, und meine Dingens ist weg. Jetzt mache ich mal eben eine neue. Zack. So. So einfach geht das, okay. Einfach draufhalten. So, Blumen soll ich essen. Okay, das geht nicht. Also ich kann schauen, was hier drin ist. Goldmünzen, yeah. So, ich soll Blumen essen, hat sie gesagt. Schauen wir nochmal ins Inventar, ob ich Blumen habe. Das sind Flowers. Habe ich auch gemacht. Reach new player level. Okay, ich soll einfach ein neues Level erreichen. Dann machen wir das, indem wir hier so ein bisschen... Wow. Schauen wir mal, was wir so kriegen. Und da haben wir ein neues Level. So. Und da gehen wir hier nochmal auf Gewicht. Und auf Leben natürlich. So. Müsste ich solche Fässer wieder finden, die hier gewesen sind. Die soll ich zerhauen und ich soll Gold. Was kann ich hier machen? Trade Menu. Eh. Kann ich das nicht machen? Irgendwas ist doch mit der Steuerung nicht richtig. Da müssen wir noch mal reinschauen, eben ganz kurz. Options. So, K-Bindings. Bop.
Wo haben wir es denn? Hier, Hughes, Mittelmaus-Button. Okay, das geht nicht. Dann lassen wir es auf E. Dann machen wir es einfach so. Apply and save. Jawohl. Ja, verkaufen wir ihm das. Zack. Zack. Und was hat er? Er hat nichts. Und spenden kann ich ihm. Auch toll. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hier die Fässer kriegen. Komme ich hier eigentlich rein? Ja, ich komme hier rein. Sehr cool. Die Gebäude sind noch leer. Hier ist noch nicht viel los. Sprinten geht auf Shift. Oh, hier stehen Pferde. Horse Level 8. Buy a Horse. 85 Geldmünzen. Okay, reiten kann man dann also auch. Aber wahrscheinlich muss man sich dann Sattel herstellen. Ah, Level 28, Level 16. Was kostest du? 135. 220. Alles klar. Oh, die Maus ist echt ein bisschen... ein bisschen schnell. So, wir haben jetzt ein Game. Machen wir es mal ein bisschen langsamer. So ist schön. Lalala. So, schauen wir doch mal, ob wir noch ein paar Fässer finden hier. Dann hätten wir das Tutorial dann auch erledigt. Was haben wir hier? Oha. Da stehen ein paar Fässer. Das ist toll. Ja, das Ganze ist auch ein bisschen angelehnt an Herr der Ringe. So mit Zwergen, Menschen, Elfen. Und, Harvest Twine, Harvest Sulfur Ore und Harvest Magic Scharz. Okay, dann müssen wir wieder irgendwo hingehen hier. Wir schauen mal hier hinten. Rüsten wir das mal aus hier. Machen wir einfach mal, was da drinnen steht. Und dann warten wir, bis es Tag wird, dass wir hier dann hier auch mal raus können. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft. So. Wir schalten hier jede Menge frei gerade. Und ich finde es jetzt grafisch echt nicht so schlecht. Ark sah am Anfang auch nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Und viele fragen, ja, warum spielt es jetzt so ein Klon? Ja, es ist ja zu Recht ein Klon, weil es ist ja quasi, ich habe es vorhin schon erwähnt, von einer Schwestern- oder Tochter Produktionsfirma beziehungsweise die Spielemacher von diesem Spiel, ja, ist ein Tochter- beziehungsweise ein Schwesternunternehmen von den Machern, die Ark gemacht haben. So einfach drücken wir das jetzt mal aus. Und so. Deswegen gibt es so viele Parallelen zu Ark. So, Ark ist ein bisschen mehr Science Fiction mit Dinosaurier. Und das hier ist wirklich an Fantasy angelehnt. So, und jetzt bin ich wirklich ein bisschen... kann ich auch mit Tab ins Inventar? Nein, kann ich nicht. Das hier ist jetzt wirklich ein bisschen an Fantasy angelehnt. Was ist das eigentlich hier? Rotten Meat. Drop. So. Sulfur. Wir hauen uns noch mal ein paar Beeren rein. Zack, so, die Beeren haben wir alle gegessen. Die Äpfel können wir auch essen. So.
und Durst sollten jetzt erstmal gestillt sein. Okay, das haben wir erledigt. Sulfurohre. Wo holen wir das her? Wir können ja auch schon wieder einiges craften. Ich schau mal, was wir so herstellen können. Können schon mal. Nur damit wir nicht frieren. So ein Zauber. Ja. So, wir können hier eine Spitzhacke, ein Schwert, ein Lagerfeuer. Sehr schön. Tauschen wir das mal. Zack. Nochmal. Und zack. Sehr schön. So. Das sieht doch gut aus. So, und ich will dieses Video auch gar nicht so lang machen. Ich werde das jetzt immer wieder anmachen. Und hier kann man Billboard, Durability, Select King. Lord None. Ah, ich muss ein Tribe Owner sein, alles klar. Ja, ich will das gar nicht so lange machen. Und ich würde sagen, der erste Eindruck erstmal toll. Grafisch voll okay. Hier sind überall Händler übrigens. Was bist du für einer? Ah, du verkaufst was? Was haben wir hier denn? Wir haben 18. Wie viele Geldstücke habe ich übrigens? 13 habe ich, okay. Aber. Hier. Verkaufen, ne? So, und jetzt kaufe ich mir einen davon und einen davon. So sieht das aus. Achso, hier, und der hat übrigens. Es ist zwar ein Grafikfehler, aber ich sag jetzt einfach mal, der hat quasi die Harry Potter Tarnunterhose hat er an, ja? Sehr gut. So, wir sollen immer noch Sulfurohre. Und ich werde da jetzt einfach mal mit der Spitzhacke, was auch immer das ist, werde ich jetzt hier einfach mal an die Steine gehen. Gucken. Was ist das gewesen? Was ist Sulfurohre? Was ist das? Genau. Okay. Dann machen wir das. So. Und Twine. Twine kriegen wir auch hier. Das ist dieses komische Seil. Setch quasi. Oder wie auch immer noch. Nee. Setch wäre ja Stroh. Okay, das geht auch wirklich nur dann an Bäume und so. Da, 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 da. Da hinten haben wir noch einen Baum. Das machen wir noch schnell fertig. Wie gesagt, ich möchte das erste Video jetzt nicht so lang machen, weil es auch mitten in der Nacht ist, obwohl ich. Ja, ich will es natürlich spielen, das ist ganz klar. Aber da werde ich mir dann ganz in Ruhe am Tage Zeit zu nehmen. Ich habe jetzt nach der Spätschicht auch nicht wirklich die Lust. Oh, und jetzt soll ich Gold ernten. Naja, und ich bin mal wieder voll. Mal gucken, ob wir hier nochmal so einen Händler finden. Können wir mal versuchen, in die Stadt zu gehen. Das können wir mal machen. Stecken wir das mal weg hier. Gehen wir mal da oben hoch und schauen mal. Sieht natürlich toll aus hier, ne? So, wer bist du? Upsala.
Gesandte, kann ich mit dir reden? Nein. Oder? Ja, ich kann nicht mit dir reden. Okay. Wir schauen einfach mal weiter, was es hier so gibt. La 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 la. Das sieht doch toll aus, ne? Auch mit dem Planeten da. Sieht schon toll aus. Oh, wir haben sogar so ein Rad. Auf C haben wir so ein Rad. Beeren und so weiter. So ein Schnellrad. Sehr schön. Sieht toll aus, ne? Sieht, ja, es sieht so ein bisschen aus wie Bruchtal, ne? Muss man doch ganz ehrlich zugeben. Sieht ein bisschen aus wie Bruchtal. Wer bist du? Ein Citizen. Quasi ein Bürger. Kann man hier irgendwas machen mit? Nein, hiermit. Ja, hiermit kann man was machen. Okay. Wir sind aufgestiegen. Nochmal auf Gewicht gehen. Und auf Attack. Können wir da irgendwas machen hier? Lagerfeuer haben wir schon. Da fehlt mir was. Äpfel. Okay, wir haben keine Äpfel. Ist aber nicht so schlimm. Und wir müssen unbedingt trinken, sehe ich gerade. Wollen wir mal springen? Gibt es hier Fische? Komm, wir springen einfach mal. Wow, und es geht unter Wasser weiter. Und wir haben auch Sauerstoff. So, da sind wir. Auf der anderen Seite. Sehr schön, sehr schön. Und ich muss sagen, es sieht doch sehr gelungen aus. Schade, dass HDR noch nicht so richtig funktioniert. Wenn man auf HDR einschaltet, hat man richtig scharfe, scharfe Texturen. Aber die Items werden nicht richtig dargestellt. Und dann hat man noch mehr diese Probleme, dass bei den Charakteren vielleicht mal die Kleidung fehlt oder wie auch immer. Oha. Sieht sehr toll aus hier. Darf ich da rein? Ja, ich darf hier rein. Wow. Wer bist du? Okay, alles Wächter. Sieht ja cool aus. Sit on Kingshare. Darf ich nicht? Kingshare. Ja, also es sieht sehr nice aus, muss man ganz ehrlich sagen. So für den Ersteindruck doch gelungen und ich kann diese Kritik, die da geschrieben wird bei Steam, dieses Spiel hat eine ganz, ganz schlechte Bewertung bekommen. Von Leuten, die das Spiel 20 Minuten bis eine Stunde, vielleicht auch zwei Stunden gespielt haben. Leute, es ist Early Access. Es ist, ja, was soll ich sagen? Gerade mal ein paar Stunden alt, ja. Lass das Spiel 30 Stunden alt sein. Mehr noch nicht. Ich kann es
echt nicht verstehen. Es macht einen guten Eindruck, es läuft flüssig. Ich weiß nicht, was da Leute haben oder was die Leute sich vorstellen, mit welch einem Rechner die das Ganze spielen oder wie auch immer. Es läuft doch super flüssig und die Grafik ist auf episch eingestellt. Hui. Okay, Fallschaden gibt's auch. Und da bin ich tot. Ja, liebe Leute, wir spawnen jetzt gleich in der Stadt neu. Central Square, Down Area, bla 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 bla. Create a new player. Respawn random location. Das machen wir einfach. Zack, und da sind wir. Ganz wieder am Anfang, ohne Waffen, ohne alles. Und ja, dann würde ich sagen, ich danke an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Schalt wieder rein, wenn es heißt Let's Play Dark and Light. Ich bin gespannt, was wir hier in den nächsten Folgen sehen werden, erkunden werden. Es gibt ja eine Unmenge von Tieren, die man auch nahezu alle zähmen kann und reiten kann. Und es gibt Einhörner, es gibt Elche, es gibt Drachen, es gibt so viel zu erkennen. Warum ist da jetzt ein rotes Licht? Was ist das? Ach, meine Leiche ist da. Ich kann mich wahrscheinlich jetzt selber looten. Gehe ich mal ganz stark von aus. So. Ja. Take all. Zack. Und da habe ich mich wieder. Alles klar. Und jetzt liegt sie da. Nackt. Oh Gott. Und sie steigt gen Himmel. So ganz langsam. Auch schön, das mal zu sehen, wie das aussieht. Alles klar. Okay. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ihr definitiv mehr von Dark and Light sehen wollt. Und ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Abend, was auch immer ihr dieses Video seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.